Gut, ja dann herzlich willkommen im Digital Retro Park zum heutigen Dev Talk. Wir haben heute den Wolfgang hier, der uns angeschrieben hat, ob er nicht mal vorbeikommen kann, um sein Projekt, die Atari Plus Card, vorzustellen. Also Wi-Fi für die Atari 2600, dachten wir erstmal, crazy, das hören wir uns auf jeden Fall an. Und alles Weitere würde ich jetzt direkt an dich übergeben und dich erzählen lassen und gehen aus dem Bild. Ja, hallo, mein Name ist Wolfgang Stubig, ich bin Ingenieur und Softwareentwickler und habe so ein bisschen Retro-Computer-Hobby und kümmere mich da hauptsächlich um den Atari 2600 und hatte da vor ein paar Jahren die Idee, dass man den doch eigentlich mal ins Internet bringen könnte. Und ja, das habe ich dann auch gemacht. Und nochmal kurz zum Atari 2600. Was ist das eigentlich? Eine der ersten Spielekonsolen, wurde 1977 in Amerika und 1979 in Deutschland auf den Markt gebracht, wurde bis 1991 gebaut und verwendet einen 6502, also einen Standard 8-Bit-Prozessor und hat einen 1,2 MHz Takt. Der Grafikchip ist eine Eigenentwicklung von Atari, hat 128 Farben in NTSC und ein paar weniger in PAL. Und der Grafikchip lässt sich relativ schwierig programmieren. Ist eine Herausforderung für Entwickler. Und darum ist es aber auch so, dass im Homebrew-Bereich heutzutage noch sehr viel los ist. Sehr viele Entwickler zeigen da Interesse dran und entwickeln dafür Spiele. Speicher hat er auch nicht so viel. Er hat nur 128 Bytes an Speicher. Und ja. So, was ist die Pluscard? Die Pluscard ist eine Wi-Fi-Erweiterung für den 2600. Sie basiert auf der UNO-Card. Ist praktisch eigentlich nur eine UNO-Card, die keine SD-Karte hat, sondern ein Wi-Fi-Modul. Sieht man da unten rechts oder im Bild. Der Mikrocontroller ist ein STM-Mikrocontroller, der dort verwendet wird. Der hat 1 Megabyte Flash-Speicher und 128 Kilobyte RAM. Und ja, das habe ich zuerst alleine entwickelt. Als ich das Ganze aber dann auf Atari Age vorgestellt habe, haben sich relativ schnell viele Leute dafür interessiert und mitentwickelt. Und da sind unter anderem dabei Andrew Davy, Thomas Jentsch, David Bowen, Jeff Johnson, Mark Herojanis und Zachary Solaro. Einige in der Szene kennen die Leute vielleicht, die Namen, manchen sagt es nichts. So. So, was sind die Funktionen der Pluscard? Die Pluscard lädt Spiele direkt aus dem Internet, hat aber auch gleichzeitig Online-Gaming-Funktionen. Das heißt, man kann die Online-Verbindung auch in einem ROM nutzen für sein Spiel. Also die Entwickler können dann Online-Spiele dafür entwickeln. Das Repository, auf das die Pluscard zugreift, nennt sich Plustor. Ist eine von der Community gepflegte Online-Spielebibliothek, die auch ständig gepflegt wird mit den neuesten Homebrews. Und es gibt zusätzlich noch 900 Kilobyte circa Offline-ROM, weil von den 1 Megabyte, die ich vorhin erwähnt habe, von dem MCU, nur 120 von der Firmware gebraucht werden. Und den Rest kann man praktisch über den Plustor Spiele runterladen und dann offline benutzen, wenn die Internetverbindung mal nicht da ist. So. Was ist der Plustor? Der Plustor ist basiert auf Nextcloud. Und man kann, dort sind alle öffentlich verfügbaren ROMs, also auch Classic und Homebrew, abgelegt. Um auf die öffentlichen ROMs zuzugreifen, braucht man erstmal keinen Account. Wenn man aber einen Account hat, dann hat man zusätzlich 15 MB freien Speicherplatz. Und es ist sehr praktisch für Entwickler, die, da man über Nextcloud ja sharen kann, kann man über Nextcloud praktisch mit seinen Testern und Benutzern individuell ROMs sharen, sodass man sie nicht gleich veröffentlichen muss, sondern man shared dann halt nur mit den Leuten, die das ROM auch mal testen sollen. Nextcloud gibt es Clients für Android, Windows, macOS und eigentlich alles Mögliche. Das heißt, man kann eine lokale Kopie des
öffentlichen Verzeichnisses bei sich auf dem Rechner lokal anlegen und man kann dann auch dort seine 15 MB MyRoamSpace verwalten. Alles, was man dort dann hochlädt, ist dann direkt, wenn die Pluscard mit dem Account verbunden ist, ist dann direkt auf der Pluscard auch verfügbar. So. Diese Online-Spiele, die man da spielen kann, diese Funktionalität nennt sich PlusROM. PlusROM kann in den meisten Standard-Banking-Funktionen des Atari 2600 verwendet werden. Das Protokoll ist RPC-ähnlich, falls das jemand was sagt. Es gibt inzwischen auch eine Verbindung zu der FusionNet Game Lobby. PlusROM wird jetzt auch von den meisten Emulatoren, Standard, also Stella und Goofer 2600, unterstützt. Ich selber habe noch für den Javatari ein Modul geschrieben, der das auch unterstützt. Das Backend für das PlusROM, also mit dem das ROM dann kommuniziert, wird von dem Entwickler selber definiert. Der muss es eigentlich auch selber pflegen. Im Moment ist es so, dass die meisten PlusROMs von mir entwickelt wurden oder auch von mir gepflegt werden. Aber theoretisch kann jeder eins entwickeln, einen eigenen Server aufsetzen und mit seinem ROM dort kommunizieren. Der PlusROM ist also nicht vom PlusStore abhängig. So, eines der größten Anwendungsgebiete für diesen PlusROM ist der PlusROM Highscore Club. Den habe ich gleich relativ zu Anfang des Ganzen gemacht, weil es relativ einfach ist, einfach ein paar Bytes zu senden. Und dann habe ich viele alte klassischen Spiele angepasst, dass die ihre Score an den Highscore Club senden, also an die API. Und dort wird es dann dargestellt in den Highscore-Listen. Inzwischen sind das 75 Spiele, Classic und auch Homebrew, also auch einige Homebrew-Autoren haben ihre Spiele dafür angepasst und schicken ihre Scores dann auch dorthin. Einige von den Spielen, die dort drin sind, laden auch die Tabelle aus der Datenbank und stellen die dar. Da das aber mit den Zeichendarstellungen auf dem Atari 2600 ein bisschen problematisch ist, sind das halt nur sehr wenige. Weil man das, da muss man extra Display-Kernel dafür schreiben. So. Es gibt noch ein weiteres PlusROM-Spiel, was ich mal gemacht habe. Das nennt sich Cave Apocalypse. Das ist so eine Hommage an Hero und Ford Apocalypse. Da ist es so, dass das Spiel auch die Räume der Levels aus der Datenbank, aus dem Internet lädt. Hier sieht man schön, wie man über die Verwaltungsoberfläche die Levels verwalten kann. Also das heißt, Nutzer können sich dort auch dann, wenn sie eine Pluscard haben und einen Account haben, können sie sich dort eigene Levels anlegen und können ihre eigenen Levels mit dem ROM dann spielen. Ja. Zusätzlich ist es so, dass die Scores noch auch weitergeleitet werden an den Highscore Club. Also das heißt, das Spiel ist auch Teil des Highscore Club. So, das ist jetzt relativ neu, Anfang diesen Jahres. Wem sagt FutureNet was? FutureNet ist so eine Interneterweiterung für 8-Bit-Rechner, ursprünglich eigentlich für Atari-Rechner. Aber die FutureNet-Crew hat halt für jetzt sich als Ziel gesetzt, alle Rechner zu unterstützen, wollten auch irgendwann den Atari 2600 unterstützen. Und dann kam aber aus der Community, ja, da gibt es aber doch schon die Pluscard. Und so haben wir da ein bisschen zusammengearbeitet. Die FutureNet hat eine Game Lobby, wo man mit mehreren computerübergreifend verschiedene 8-Bit-Rechner miteinander spielen können. Eins von den Spielen ist so ein 5-Card-Stud-Poker. Und dafür habe ich jetzt Anfang des Jahres mal einen Display-Kernel zusammengebaut. Dass man praktisch und auch einen kleinen Textkernel, dass man die Game Lobby sieht und einen Tisch auswählen kann, dann kann man an einem der Spiele teilnehmen. Funktioniert aber im Moment nicht, weil sich irgendwas geändert hat an dem Protokoll und im Moment werden die Karten nicht richtig geladen. So, das war's eigentlich schon. Kurze Einführung. Wenn noch Fragen sind oder wenn noch was näher vorgestellt werden soll, dann fragt.
Wie ist das mit dem Laying? Zwei gegeneinander spielen, das ist auch, habe ich verstanden, oder? Ja, ich habe auch relativ zu Anfang mal einen Test gemacht mit Combat, wo ich praktisch nur die Joystick-Daten über einen Server austausche, wo dann zwei ROMs miteinander spielen können. Wenn aber nur die Daten ausgetauscht werden wegen dem Lag, laufen dann die beiden Spiele natürlich relativ schnell auseinander. Wenn man so ein richtiges Real-Time-Online-Gaming machen will, dann braucht man Server-Side-Correction, so wie es halt bei den neuen Spielen ist. Man muss dann halt, der Server sagt den Spielen dann, was ihr aktueller Status ist. Das wäre möglich, ja, man kann das über PLOS-ROM machen, aber ich habe bei diesem ersten Test nur das Standard-Combat-ROM gehackt, dass es praktisch die Joystick-Daten sendet und die Joystick-Daten des Gegners empfängt. Aber da bei diesen beiden Sendungen sozusagen der Lag noch dazwischen steht, laufen dann bei beiden Spielern, läuft der Spielstand relativ schnell auseinander. Okay, hast du das mit dabei? Das ist noch im Store, im PLOS-ROM-Verzeichnis. Wenn es zwei Stück gleichzeitig starten, dann müsste man das sehen, aber dann sieht man auch, wie schnell das schön auseinanderläuft. Das ist jetzt noch eine Frage. Vielleicht muss ich über die später rausschneiden, deswegen am Ende. Copyright von den Sachen jetzt, weil die Ops halt gerade auftauchen. Jetzt, ich habe ja gesehen, die ganzen Klassiker sind auch jetzt mittlerweile Grauzone, ich weiß, aber wie wird das behandelt, wenn man zum Beispiel einen Store aufmacht, wo die Sachen auch nichts kosten, aber gab es dazu schon irgendwelches Feedback von irgendwelchen böses Feedback, sag ich mal? Bis jetzt gab es noch kein böses Feedback. Also bei den klassischen ROMs, den alten, ist auch so, dass bei vielen ROMs ja die rechte Frage gar nicht geklärt ist. Die ROMs, die jetzt zum Beispiel Atari oder so gehören, von Atari habe ich noch nichts gehört, hat sich also wie gesagt, bis jetzt noch keiner beschwert. Und bei den Homebrews ist es so, dass nur die ROMs im Store sind, die auch tatsächlich von den Autoren veröffentlicht und freigegeben sind. Es gibt aber welche, die ihre ROMs nur auf Cartridge verkaufen, über den Atari Age Store oder auch über Atari XP jetzt. Die haben wir natürlich nicht im Store. Ja, klar. Das ist klar. Gut. Ja. Noch eine Frage vielleicht. Was ist denn jetzt so das nächste Etappenziel? Das ist ja alles schon recht weit gediehen. Ich habe verstanden, Multiplayer wäre noch ein bisschen was zu machen in Verbindung mit Fujinet, aber davon unabhängig. Was steht so als nächstes mal an? Also als nächstes, die nächste Release der Firmware wird wahrscheinlich noch beinhalten, dass man einen eigenen Server verwenden kann. Im Moment ist die hardgecoded auf den Blastor und kann nur den verwenden. Ich habe aber jetzt einen kleinen Webserver, Simple Webserver heißt der, glaube ich, ein Plugin geschrieben, dass man sozusagen lokal auf seinem Windows, Linux oder Mac-Rechner einen Server laufen lassen kann, der dann aber nicht alle diese Funktionalitäten beinhaltet, die der Plastor beinhaltet. Also man sieht hier sehr, sehr schön, dass es ein Verzeichnis Popular ROMs gibt, wo praktisch alle, die in den letzten drei Wochen am meisten geladenen ROMs drin sind oder recently added, also die allerneuesten ROMs, die jetzt neuest dazugefügt wurden, oder diese Suchfunktion, Search ROM, das hat man dann natürlich auf seinem lokalen Rechner alles nicht. Ja. Wie viel kostet denn die Platte? Kann man die einfach gratis schieben? Man kann die entweder selber bauen, also man braucht eigentlich dafür nur so eine Platine und dann dieses Breakout-Board für den Mikrocontroller und das Wi-Fi. Dann lötet man das zusammen, dann hat man das. Ich baue aber selber in meiner Freizeit ab und zu mal welche zusammen und verkaufe die. Kosten so um die 38 Euro mit Cartridge. Die sehen dann so aus. Wenn man die selber baut, kann man auch, es gibt auch einige Mitglieder in der Community, die dann 3D-Gehäuse dafür entwickelt haben. Man kann die dann auch in 3D-Gehäuse packen. Das ist jetzt von Andrew Davy, den ich vorhin genannt habe, der das entwickelt hat. Der hat auch sehr schöne Details hier drin. Der hat hier an der Stelle, wo die LED von der Wi-Fi-Karte ist, hat er das Gehäuse dünner gemacht, sodass es durchleuchtet und man sieht dann bei Netzwerk Verbindung, wie es schön blinkt. Gibt es das auch als Kit zu kaufen? Oder Komponenten selber?
Also ich habe früher auch so ein Do-it-yourself-Kit verkauft. Da war dann die Platine dabei und die Breakout-Boards und das Wi-Fi-Modul, sodass man sich selber zusammenlöten könnte, was dann billiger war und auch einfacher für mich. Das Problem war aber, dass während der Pandemie und der Chip-Shortage sind die Preise von den Boards relativ stark gestiegen und die Qualität ist sehr stark gesunken. Das heißt, davor hatte ich eigentlich nie Probleme mit diesen Breakout-Boards von der MCU. Und die konnte man einfach so verpackt weiter verschicken und für den Leuten ihr Do-it-yourself-Kit. Aber danach hatten die so eine Ausfallquote von 30%. Und das kann man nicht als Do-it-yourself-Kit weiterschicken. Wenn da jemand ein fehlerhaftes Board hat, dann ärgern sich die Leute. Wenn er sich selber bestellt hat, man kann sich das ja auch selber alles bestellen. Die Liste ist ja auf der Webseite einsehbar. Nur eine Frage, da hast du vorhin neben dir liegt ja diese schöne monströse Cartridge. Du hast vorhin kurz was dazu erzählt, die, ich habe den Namen schon wieder vergessen, die graue, wo du das Gehäuse mitgebracht hast. Die Mastercard. Genau, also das ist, glaube ich, echt spannend, das zu sehen und das zu erfahren. Das CVC Mastermodul war von Video Control Corporation ein Modul für den Atari 2600 in den 80er Jahren, mit dem man über die Telefonleitung und Modem sich einwählen konnte in einen Server und konnte dort auch Spiele spielen. Das sah auch, das Menü sah so ein bisschen so ähnlich aus wie hier bei der Plascard, war aber kein 32-Character-Display, sondern nur 16 Zeichen. Die haben das ein paar Jahre lang vertrieben. Es sind auch einige davon noch zu finden bei eBay und so. Aber den Server gibt es natürlich schon lange nicht mehr. Und wir hatten vor einem Jahr mal so probiert, ob man dieses Modul auch mit dem Plastor verbinden kann. Weil, das wäre ja ganz lustig, technisch würde es gehen über einen SIP-Server, dass man praktisch ein SIP-Modul, der dann hardgecodet nur auf den Plastor zugreift. Aber bin ich jetzt bis jetzt auch nicht dazu gekommen, das fertig zu machen. Weil diese Karte geht auch nur auf einem NTSC 2600, weil das Modem sich synchronisiert über die Taktung. Und das muss NTSC-Taktung sein. Auf dem PAL-Modul funktioniert das Modem nicht richtig. Da werden dann Nummern verschluckt beim Wählen. Oder bei der Kommunikation, also werden Bits verschluckt. Wisst ihr, wie viele Leute die Plascard jetzt im Einsatz haben? Oder verkauft habt, ob sie dann wirklich benutzen? Also ich selber habe so um die 500 in den letzten 5 Jahren verkauft. Benutzer gibt es etwas mehr als über 1000. Ich sehe das ja an den Statistiken. Die Statistiken sind auch öffentlich vom Plastor, wo man dann die Requests sieht und auch die Verteilung nach den Ländern. Die größte Community ist in Brasilien. Das 2600 ist in Brasilien wirklich sehr stark verbreitet, auch in der Retro-Szene. Und ist mit Abstand die größte Szene. Also es sind über 400 Karten in Brasilien. Davon sind zum Glück nicht die meisten von mir, sondern da sind zwei eigene Shops oder Entwickler, die Plascard bauen oder hauptsächlich die Plascard Duo, also die mit der SD-Karte. Und die verkaufen die dort. Krass. Die SD-Karte, die ersetzt hat quasi so eine Art, die Harmony. Die UNO-Card. Also die Plascard basiert ja auf der UNO-Card. Und vor circa 3 Jahren haben wir wieder die Firmware zusammengefügt, weil die UNO-Card hat ja nur ein 12-Zeichen-Display. Und das wollten wir erst zurückportieren, aber dann haben wir die Firmware praktisch zusammengeführt. Und jetzt kann man praktisch den ganzen Code compilen, einmal für Wi-Fi oder einmal für SD oder einmal für beides zusammen und dann hat man praktisch beides. Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, sich die Spieledaten über WLAN direkt an den Rechner zu schicken? Man hat ja eine lokale Kopie über Nextcloud, also wenn du Nextcloud Client, also einen WebDAV-Client hast, hast du eine lokale Kopie auf deinem Rechner. Und auch alles, was du dort dann in deinen MyROMs-Ordner legst, darauf hast du dann sofort Zugriff auf deine Pluscard. Ach so, in meinen Speicher quasi. Den Speicher kann man auf die Cloud Dienst runterladen. Allein hier hat du. Ja.
ich eine Frage zu dem Highschool-Club. Das heißt, kann man mit einer Karte, wenn man jetzt mehrere Benutzer im Haushalt hat, kann man dann mit mehreren Leuten spielen oder ist eine Karte immer auf einen Account fest? Eine Karte ist immer auf einen Account. Ja. Also man kann leider nicht, es sei denn, der Entwickler des ROMs hat dann noch ein Eingabemenü da im ROM, wo der Benutzer praktisch dann noch seinen eigenen Nutzernamen, aber im Moment ist es so, alle sind auf die auf den Account der Karte. Und wenn die Karte keinen Account hat, man kann die Karte ja auch ohne Account nutzen, wenn man nur auf den öffentlichen Bereich zugreifen will, dann kann man natürlich auch die Highscore-Club-Spiele spielen, aber dann hat man dann halt so einen generischen Namen, Unknown, Pluscard und eine Nummer. Ja. Ja. Dasselbe auch bei den Emulatoren. Man muss bei den Emulatoren auch nicht unbedingt einen Namen eingeben. Und da steht dann auch Unknown, Stellar, User. Hm. Eine andere Frage noch, ist die Theorie noch kompatibel mit der 7800 für Adapter? Die ist kompatibel mit dem 7800, aber nur in dem 2600er Modus. Also ja, und der Adapter halt ist klar. Aber an sich geht's. Die passt rein, ja, und läuft auch. Eine Kollege Wisch probiert mit einem Expansion. Müsste der Wisch dann auch laufen. Müsste dort eigentlich auch laufen, habe ich noch nicht probiert, nein. Okay, das ist verbaut gehabt, oder? Von der Gewalt. Ja. So. Ich habe Fragen. Ist mir auch keine Fragen hier. Nee. Ich glaube, wir mal ein bisschen. Dann können wir jetzt können wir ein bisschen spielen. Super. Danke. Super.